Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 1.5. Das ist eine Tür, die wir noch nie betreten haben. Denn wir haben gerade hier eine Maske gefunden. Und zwar das hier im letzten Part, Head of Akuma. Was wohl ein April-Scherz war, im originalen Resident Evil 2. Müsste ich mal googeln. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ah, nee, nee. Ich dachte, Stellen gab es auch bei Resident Evil 2. War nicht drauf vorbereitet. Ah, sind immer noch Fallen. Ich glaube, die Rüstung hilft viel. Alter, ehrlich. Der hat einen Schuss mehr gebraucht. Durch die Distanz wahrscheinlich, ne? Da ist irgendwo noch eine Spinne. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir hier waren mit Leon. Ich habe die Sicherung geöffnet. Es ist zu dunkel auf dem Hauptmonitor. Ah, hier waren wir mit Marvin. Hier ging es, glaube ich, nirgendwo hin. Okay. Hier ging es dann, glaube ich, hoch in die Freiheit. Und hier kommen wir. Hier viele Türen. Sind das dann Wasseraugen? Kann ich hier rüberspringen? Nein, nee, okay. Okay. Lustig. Okay. Hier komme ich nicht rüber. Ist das mysteriös? Nehmen wir mal die Tür. Okay, die ist abgeschlossen. Doch nicht so viele Türen. Und hier muss das Ganze nach oben gehen. Da hinten links ist auch noch eine Tür. Wir würden schon eine gute Familie abgeben. Bisschen pixelig, aber ansonsten geht das. So, weg, John. Es tut mir leid. Kann der Sherry dazu schieben? Er ist ein bisschen standhafter als John. So, warte mal, wenn ich jetzt hier hochgehe, kommt eine Katze. Ausrufezeichen. Was ist das für ein Ort? Ja, die Leichen hier sind Polizeiofficer. Was wie? Was ist hier passiert? Elsa, sagt Sherry. Ja, bleibt nah bei mir dran, alles wird gut. Wir sollen einen Ort finden, um uns zu verstecken. Lustig. Schau, guckt gespannt zu.
Ist das alles so blöd? So, folget mir. Ist aber pixelierter, ne, als mit Leon. Ist schon geil. Ich bin mega dankbar, dass sie das so zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, das Projekt wird noch lange weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe, aber ist ja, glaube ich, ein Berufstätiger, ne? Der das macht so in Nebenbeizeit. Er meinte auch, ey, also je älter man wird, desto weniger Zeit hat man dann doch. Sieht mir aber super pixelmäßig hier aus. Was schau ich denn da? Ja, Dinge passieren. Ist mir auf den Hintern geschossen? So. Da sind sie ein bisschen. Kann ich euch hier engen? Nee. Und wenn ihr euch ein bisschen mehr Mühe gebt. Die Animation von John ist ganz lustig. Ich erstmal hier rein oder was? Ah, okay, dann brauchst du ein ID-Card. Aber nicht. John, manchmal übertreibst du es. Hier konntest du rein. Mal sehen, ob die hinterherkommen. Nö. War es hier nicht offen eigentlich? Naja. Gott. Die sind aber ein bisschen anhänglich. John feuert gerne. Hinten waren wir noch nicht, muss ich mir merken. Oh John, ey, du reagierst vollkommen über. So, erzähl. Wenn es, okay, funktioniert nichts mehr. Alles zerstört. Ja, hier meinte ich, hier meinte ich. Mhm. Ist da Blut in der Frontscheibe? Entweder hatte jemand einen Unfall oder so da drauf geballert. Ja. Interessant, dass die ganze Zeit mit Müll kommt. Hier abgeschossen von der anderen Seite. Ja, der Shotgun dabei. Also hier siehst du mal, wie die Charaktermodelle sind, ganz gut. Ja, okay. Also, sorry, Sherry, bloß ihr habt mich gerade ganz schön einen Meter Abstand, wäre nett. Jetzt küssen sie sich. War schon cool gemacht. So, okay. Dann hier jetzt erstmal gar nichts, ne? Hier hat den Leon hatte, also Marvin hatte Leon hier hochgeholfen. Okay. Nö, dann müssen wir glaube ich da hinten lang. Achso, ne. Müssen darum. Das ist ja die Frage, ob es davor nicht noch irgendwas gab. Speicher ja mal. Ich weiß noch nicht, ob ich die verliere, wenn ich jetzt hier durchgehe. Ne, sind noch da. Ne, aber hier ist auch nichts. Ne, ne, war der einzige Weg. Warte mal, oder hier? Ne. Ne, 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 okay. Wann waren wir da? Hier muss man lang. Also können wir nur hier lang. So. Mhm. Da liegen Hunde, aber ich war hier doch noch gar nicht. Okay, er steht da an der Tür so provokant. Okay, wenn er da so provokant an der Tür steht. Warum sind die Hunde hin? Abgeschlossen. Okay. Ah, okay. Sherry, komm zurück.
Was ist... Also, ich kenne einen Geheimweg rein. Geheimweg? Was ist hier? Ich kann hier durch reingehen. Ich spiele ja Cherry, ne? Cherry, warte. Ah, okay. Richtig gut, jetzt spielen wir Cherry. Ey, das ist gefährlich. Okay. Oh, okay, wir spielen doch nicht Cherry. Oder wir spielen doch Cherry. Wir spielen Cherry. Ist das geil oder ist das geil? Du darfst wohl keine Waffe benutzen, wenn du sie spielst. Weil sonst verbuggt sich irgendwie alle. Irgendwie stürzt das Spiel, glaube ich, ab. Also vor Zombies wegrennen. Und nicht schießen. Ich muss mich beeilen und die anderen retten. Das heißt, es ist nicht die Tür, die ich öffnen soll anscheinend. Cool. Ja, hier hoch. Okay, doch nicht hier hoch. Okay. Die Tür oder was? Ah, ja, aber welche Tür muss ich denn öffnen? Das ist super verwirrend hier gerade. Vielleicht ein Item? Die Maske muss ich benutzen. Ist hier hinter eine Tür? Ist da nix? Ja, vielleicht dann doch die Treppe. Treppe würde für mich Sinn ergeben. Okay. Vorne und hinten, ne? Factory. Wir laufen jetzt hier nochmal komplett lang. Und drücke Aktionstaste. Also Viereck. Vielleicht gibt es eine bestimmte Stelle, wo du treffen musst. Da stelle ich mich da wirklich so dumm an, dass das irgendwie offensichtlich ist. Bin äußerst verwundert. Zumindest hier einmal ganz am Front hier lang. Hinten wird ja wieder kein Text kommen. Na, jetzt kommt kein Text mehr. Die ganze Zeit hier Viereck, aber... Hälfte alles. Ah, vielleicht musst du dich teleportieren mit dir? Ich laufe hier nochmal alles ab. Scheint mir irgendwie buggy. Oder es gibt hier einen Knopf. Vielleicht muss ich mich auch teleportieren.
Soll ich das mal versuchen? Liegt hier irgendwas auf dem Stuhl? Nee, ne? Mal sehen, wo er mich hinstellt. Okay. Gibt's hier irgendwas oder wie? Lobby. Würde ich. Okay. Da ist er ein bisschen sauer mit mir, okay. Okay, vielleicht. Das war, glaube ich, extra markiert, dass er weiß, okay, das ist für Marvin. Eine Waffe oder so will ich jetzt nicht anlegen. Sie eine andere Itemlist hat. Ich muss hier hoch. Red Master Keycard. Das könnte Probleme machen, wenn das der falsche Raum ist. Das könnte halt richtig Probleme machen. Das warte mal, kann ich einfach ausprobieren, ne? Wenn ich jetzt hier rausgehe und an die Treppe ist, ist alles gut. Weil nicht, dass na gut, man könnte es überspringen, ne, den Part. Das glaube ich. Ist, glaube ich, falsch. So, North Office. Überleg gerade, ob ich irgendwas falsch gemacht haben könnte. Achso, warte mal, ich brauche ja bloß immer zurückgehen. Wenn das Treppe oben ist, alles gut. Siehst du, wenn ich dann hier ankomme, weißt du, das ist falsch. Was ist das? Könnt ihr jetzt besuchen, ne? Das ist echt bescheuert. Okay. Und jetzt muss ich mal reingucken. Ob hier die Treppe ist. Oder sind's? Let's shut the round open. I need a key. Wenn das die Treppe ist. Nee. Warte mal. Ich habe ja hier irgendwo, genau, okay. Ist das eine Tür? Deswegen vom Text her dachte ich auch, ah, okay, das ist der Raum, wo Schöge rein muss. Latched. Das ist latched.
Verriegelt. UFC-Kamera noch, läuft noch. Wir brauchen Key. Der Key müsste hier sein. Hier war der Key. Weiß ich noch von Leon. Achso, nee, ich. Hier, soll mich beeilen? Bin ich jetzt gar nicht so dagegen? Aber ich bin nur die ganze Front lang gelaufen. Cool. Bin auch dafür, dass wir anderen retten. Okay, wir haben hier eine Box. Vielleicht ist dahinter irgendwas. So, warten wir mit der Box. Pass auf. Circuit Breaker tripped. Ob ich was dabei habe oder was gerade passiert ist. So, wenn ich hier die Kiste hinschiebe. So, ich hier. Warte. Was war mit der Kiste? Okay. Hier entschieden glaube ich irgendwie nicht. Kann ich? Warte mal. Kann ich überhaupt schieben? Okay. Schiebst du mal ans Ende hier? Oder da oben? Warum ist der Kasten? Schieb's erstmal zu dem Kasten und wenn nicht nach hinten hin. Da ist ja auch ein Schalter. Ihre Animation dafür wäre nochmal lustig zu sehen. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Cool, dass sie die Animation schon fertig haben. Es flippt ab, flipp. Schön. Schön. So. Need the key. Das ist ein Träumchen, ey. Das Blöde weiß halt wirklich nie, ob's ein Bug ist, ob. Nee, also der Raum ist es nicht. Vielleicht. Achso, unten war einfach keine Power, ne? Ach, guck mal, da ist eine Tür. Ist aber neu. Hängt eine Latchkey, okay. Okay, dann muss ich jetzt da hin. Cool gemacht. Let's go. Ah. Also geht's dir gut? Okay, keiner kümmert sich um Shuri. Achso, du hast mich wirklich gerettet, Shuri. Ja, Elsa bedankt sich auch, dann ist alles gut. Wie heißt du, Sherry? Es ist Sherry. Soll bestimmt so ein bisschen verlegen klingen. Ich bin schon. Achso, ja, okay.
Sie hat sein Leben gerettet, also beschützt er sie. Was wollen sie denn da? Da war vorher keine Acht, die sind durchgebrochen. Okay, er passt auf sie auf. Wisst ihr was? Gut. Ich mag dich. Genauso wie ich Elsa mag. Viel Glück. Ach, niedlich. Dankeschön. Wird zum Playmobil-Männchen geworden. Schauen wir mal. Marvin! Cool. Wer bist du? Ich bin Marvin Brenneck, RPD. Bin hier mit Leon Kennedy. Leon? Wie geht's ihm? Wir wurden separiert. Er hilft mir und Ada rauszukommen. Ada? Ada. Wir haben gerettet, wir haben sie gerettet vom RPD. John und Sherry sind hier. Ja, wir sehen uns bald. Das heißt aber, auch viel Dialog. Also jetzt kommen die Cutscenes nacheinander. Ist aber hier lang, ne? Wirft er. War richtig cool gemacht. Also, das heißt, hier werden wir uns wahrscheinlich die Master Keycard abholen. Warte mal, hier lag doch irgendwas. Okay, wir gehen mal lang. MT, 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 MD, MD. MD. Nur Papier. Ach, da, genau. Also, ich wusste, irgendwas war hier. Red Master Keycard. Haben wir mit Team mit Chevy nicht woanders geholt? Kann sein, dass Leon die woanders hatte. Nichts Sinnvolles. Was soll das rote seine Cola-Dose? Irgendwo wird da was Sinnvolles hier sein. Wir sind ordentlich vorangekommen in der Story. Es ist ein Desaster. Ja, schon. So, Red Master Keycard haben wir. Schön, schön. Reden wir was? Ich hätte auch schon gern mit Sherry die Waffe genommen und und wäre einfach mal auf die Zombies losgegangen. Okay, jetzt bin ich sehr verwirrt. Hier lag die, ne, die Keycard. Das war, ja, okay, war ein Raum, der noch nicht fertig war. Ja. Okay, dann muss ich doch die Treppe hoch. Cool gemacht, das mit Licht. Nicht hier, sondern hier. Stehen auf einmal die Zombies vor der Tür. Aber warte, wenn Marvin da war. Nein. Bitte. Ah.
Das war nämlich. Wann sind denn die Zombies? Okay. Bisschen schneller. Wir haben immer nur 30 Minuten Parts. Geht doch. So, muss schon alles Snapshot sein. Okay. Okay. Stehst mir in der Kamera. Schön. Ja, bestimmt, das war hoch. Aber wir räumen hier erstmal auf. Das ist unser Job. Ein sehr schneller. Schon immer geil. So. Knappe Sache. Immer noch nichts Sinnvolles, okay. Nee, ich würde sagen Treppe hoch. Wollt bloß aufräumen. Damit Marvin nicht erwischt wird. Ja. Schon geil gemacht. Ja. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr am nächsten Part und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das ist jetzt der letzte voraufgenommene. Das heißt, nach dem nächsten bin ich aus Amerika zurück. Aber auch die Kommentare und alles und freue mich drauf. Ich glaube, so lange ist es gar nicht mehr. Bin mal gespannt, wie hier das Ende ist. Ob wir auch dann wieder sehen wir alles. Schönen Abend euch, bis dann.